Iranische Christen, Geflüchtete schmücken Adventskranz in Bayreuther Friedenskirche und Weihnachten haut nah. Mohib erlebt erstes Weihnachtsfest als Christ in Deutschland. Zu unserer weihnachtlichen Sendung begrüße ich Sie heute mit einem herzlichen Grüß Gott Oberfranken. Willkommen zum evangelischen Magazin bei TVO. Die alte Heimat zurücklassen, um eine neue zu finden. Das ist das große Thema von Migranten, die nach Deutschland kommen. Einige sind in der Friedenskirche in Bayreuth heimisch geworden. Jetzt haben sie sich in der Kirchengemeinde getroffen, um zusammen Adventskränze zu schmücken. Für sie ist es etwas völlig Neues. Die grünen Kränze und die roten Kerzen haben in ihrer alten Heimat keine Tradition. Die meisten Teilnehmer sind in Deutschland christlich getauft worden und haben schon etwas mit ihrem Glauben erlebt. Ich habe nur an Aufgaben nachgedacht und ich habe gesagt, was sind eigentlich die Aufgaben, die Gott uns gegeben hat? Was habe ich für eine Aufgabe oder so? Ich habe immer nachgedacht, aber in der Nacht habe ich eine Stimme gehört und das hat mir gesagt, dass ich in der Kirche übersetze, dass ich die Sprache gelernt habe, das kann eine Aufgabe von dir sein. Warum sagst du, ich habe keine Aufgabe oder so? Auch an diesem Abend übernimmt er die Übersetzung aus dem Deutschen. Regionalbischöfin Dorothea Greiner erklärt, was die Grenze bedeuten und die Geflüchteten bilden sich ihre Meinung. Die Adventskerze bedeutet für mich, Jesus Christus ist Licht auf der Welt. Und wenn wir ersten Kerze aufmachen und es ist ein kleines Licht, wenn zweite, dritte, vierte geht die ganze Welt im Licht. Und in die vierte Woche, also wenn die ganze Kerze fertig geworden, die ganze Welt also ist voll Licht. Auch die Veranstaltung im Gemeindehaus ist ein Lichtblick. Beim fröhlichen Fest zieht die Regionalbischöfin die Verbindungslinien zum Erfinder des Adventskranzes. Johann Hinrich Wichern nahm heimatlose Kinder auf und verkürzte ihnen die Wartezeit auf Weihnachten. Jeden Tag durften sie eine Kerze anzünden. Von seinen ursprünglich 24 Kerzen sind heute 4 für die Adventssonntage übrig geblieben. Es ist für mich sehr schön. Den getauften Iranern, und manche sind von mir getauft, etwas von unserer Tradition, von unserem christlichen Glauben weiterzugeben. Und wir haben keinen Inhalt ohne Form. Und unsere Bräuche sind die Form, in die sich hinein der Inhalt gießt. Und am Adventskranz kann man so viel deutlich machen über unseren christlichen Glauben. Trotz der herzlichen Aufnahme in der Kirchengemeinde fällt es den Geflüchteten nicht leicht, in Deutschland Fuß zu fassen. So kommen beim Kaffeetrinken auch viele Sorgen zur Sprache. Ich hatte keinen Deutschkurs, ich habe selber Deutsch gelernt zu Hause und vielleicht 2-3 Wochen letzte. Ich habe einen Praktikumplatz gefunden, aber leider Ausländer, wie immer, hat gesagt, nein, du darfst nicht arbeiten, du darfst nicht Ausbildung machen, du darfst nicht bla bla bla, alles. Du musst sitzen zu Hause und zu Adelheim. Und warum? Ich verstehe nicht. Ja, noch warte. Immer. Wie immer. In der Friedenskirche ist die Integration einen Schritt weiter. Seit Dezember sitzen 2 getaufte Iraner in der Gemeindeleitung. Um eine feste Heimat zu finden, fehlen andere lebenswichtige Punkte. Ein Bauingenieur ist dabei. Andere würden gerne ins Handwerk gehen. Sie würden gebraucht in unserem Land und sie sind arbeitswillig und tüchtig und haben die richtige Grundhaltung dazu. Wir müssen versuchen, etwas erwirken, dass gerade unsere getauften Iraner, die sich eingliedern wollen in unsere Gesellschaft, oft sind es Familien mit kleinen Kindern schon, dass die hier heimisch werden können und dürfen und arbeiten. Warten auf Weihnachten, warten auf Lösungen. Die Adventskränze sind an diesem Abend ein Licht in der Dunkelheit. Ein Zeichen für die Gemeinschaft, die Geflüchtete in Deutschland schon erleben. Auch das Weihnachtsfest haben sie ins Herz geschlossen. Mein Geburtstag ist in Weihnachten, genau, am 24. Dezember, ja. Und es ist sehr toll, ich denke, weil ich geboren in diesem Tag und Jesus auch geboren genau in diesem Tag. Und das ist sehr toll, ja, und das ist ein sehr guter Tag für mich. Auch die Strohsterne auf den Kränzen weisen auf die Geburt des Jesuskindes hin. Auf dem Stroh, bei den Tieren, im Stall. Aus der Armut wächst ein großes Licht für die Welt. Mit dieser Hoffnung nehmen die Geflüchteten ihre Grenze mit nach Hause.
Und jetzt darf ich Pfarrer Hans-Dietrich Nehring und Farhad Hosseini bei mir im Studio begrüßen. Herr Pfarrer Nehring, Sie sind zusammen mit Ihrer Frau Pfarrer an der Friedenskirche und haben, wie wir gesehen haben, Adventskränze mit Geflüchteten geschmückt. Wie war denn dieses Erlebnis für Sie? Also ich fand das eine ganz tolle Idee von der Regionalbischöfe, mit uns diese Adventskränze zu binden. Ich persönlich so als Mann wäre nicht so schnell da drauf gekommen, weil es einfach wichtig ist, Traditionen zu lernen, auch christliche Traditionen zu lernen und den Iranern zu zeigen, was man da machen kann. Am Ende müssen die iranischen Christen selber eigene Traditionen erfinden, auch als Iraner, das, was zu ihnen passt. Bei der Veranstaltung selbst war ich ehrlich gestanden ein bisschen gestresst, weil wenn so viele Iraner da sind und die Regionalbischöfin da ist, wow, da gibt es unendlich viele Dinge, die zu beachten sind und Menschen, die was von einem wollen. Und dann ist man am Ende irgendwann froh, wenn alles vorbei ist und man in seinem Sessel sitzt und doch über alles nochmal nachdenken darf. Dann genießt man das eigentlich erst. Die meisten Teilnehmer kommen ja ursprünglich aus dem Iran und haben sich hier in Deutschland taufen lassen. Wie kamen Sie denn in Ihre Gemeinde? Ja, ich sage mal, wir kamen dazu wie der Igel zum Klopapier. Ich stand eines Tages auf der Kanzel und ich gebe zu, ich war an dem Tag etwas müde. Ich hatte in der Woche vorher einen Gemeindeabend zum Thema Islam gemacht und meine Schwester hatte mir gesagt, das ist gefährlich, Islam und so, mach das nicht. Und dann habe ich aber gesagt, nee, das ist Quatsch. Und dann stand ich da auf der Kanzel und dann geht auf einmal die Kirchentür auf während meiner Predigt und 10 dunkelhäutige Menschen kommen rein, so wie der Fahrrad ausschaut. Und ich stand da vorne und habe gedacht, wow, jetzt geht's los, das ist die IS, die Kirche wird platt gemacht. Und auf einmal hatte ich richtig Energie, habe richtig toll gepredigt. Und dann haben wir Abendmahl gefeiert und dann haben die gesagt, wir sind Christen. Dann habe ich gesagt, naja, wenn wir zusammen Abendmahl feiern, dann werden sie mir nichts tun. Und dann haben wir Abendmahl gefeiert und dann haben wir sie spontan zu uns im Wohnzimmer eingeladen und haben sie uns ihre Geschichte erzählt. Inzwischen sind ja wirklich viele in der Friedenskirche heimisch geworden. Herr Hosseini, Sie sind einer von 2 Geflüchteten, die jetzt Kirchenvorsteher der Gemeinde geworden sind. Was bedeutet Ihnen das? Das heißt für mich eine große Aufgabe und wir machen das zum Beispiel für die Zukunft, eine Plan für unsere Kirche und für unsere Gemeinde. Wie ist denn das Leben für Sie in Deutschland? Würden Sie sagen, Sie haben hier Heimat gefunden? Ich habe Probleme nicht, aber Deutschland ist ein gutes Land. Aber wenn ich habe nicht Probleme im Iran, sonst eine Minute nicht bleiben in Deutschland. Ich bekomme Heimweh, ich vermisse meine Mutter und so viele. Wie feiern Sie denn dieses Jahr Weihnachten? Wir sind 20 Leute oder ungefähr 30 Leute Iraner und zum Beispiel wir zusammen ist loben und beten und mit alle Deutschen auch. Was ist denn der größte Unterschied für Sie, wenn Sie Ihr Leben früher im Iran vergleichen und Ihr Leben jetzt in Deutschland? Im Iran, ich hatte alles. Ich hatte Auto, ich hatte so viele etwas, aber hier, ich habe keine, nie. Aber ich weiß schon, ist Gott, helf uns und mit Gott alles geht. Was wünschen Sie sich für Ihre Zeit als Kirchenvorsteher? Ich überlege jetzt gerade, was wir machen in Zukunft von unserer Gemeinde und unserer Kirche. Aber ich mache Mühe, am besten ist Plan, wir machen. Herr Pfarrer Nehring, mittlerweile sind ja 30 iranische Christen in etwa in Ihrer Gemeinde. Wie kamen die denn jetzt letztlich zu Ihnen? Die kamen über unseren Taufkurs. Wir haben ja insgesamt 160 Iraner getauft. Das haben wir aber nicht nur für unsere Gemeinde gemacht, sondern für andere Gemeinden. Die hatten keinen Übersetzer und die hatten auch kein Taufkursmaterial. Und da haben wir das für sie gemacht. Aber die sind natürlich wieder zurück in ihre eigenen Gemeinden gegangen. Und bei uns sind jetzt ungefähr 30. Die kommen zu den Gottesdiensten und zu den Veranstaltungen, die wir machen. Ich denke mal, zu Beginn gibt es erhebliche Sprachbarrieren. Wie kann man die am besten überwinden? Mit dem Herzen. Ist das auch Ihre Erfahrung, die Sie gemacht haben? Ja. Also wenn man sich nicht versteht, aber man die Körpersprache. Und, ja. Und dann ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache der gemeinsame Glaube, der verbindet ganz stark. Wie helfen Sie denn am besten Menschen, die hierher kommen und wie Farhad ihre neue Heimat suchen? Das kann man nicht so pauschal beantworten, weil jeder hat andere Probleme. Es gibt bestimmte Probleme, die haben alle. Anerkennung, Wohnung finden, Arbeit finden und so weiter. Aber man weiß nicht ganz genau, was braucht der Einzelne jetzt. Also für den Fahrrad suchen wir jetzt zum Beispiel gerade eine Lehrstelle. Ne? Das ist so das, was gerade für uns ganz wichtig ist. Das Thema Heimat finden beschäftigt auch Mohib Taicik, der in Hof angekommen ist
und inzwischen auch Anschluss gefunden hat. Im geschmückten Gang des therapeutisch-pädagogischen Zentrums in Hof ist es schon richtig weihnachtlich. Mohib besucht immer noch die Einrichtung, in der er vor 2 Jahren seinen Bundesfreiwilligendienst geleistet hat. Der 6-jährige Kian ist ihm ans Herz gewachsen und sie verstehen sich super. Neben dem Kontakt zu seiner alten Einsatzstelle sind ihm besonders seine Freunde wichtig. Heute geht es zusammen auf den Hofer Weihnachtsmarkt. Der Afghane hat viele Freunde in Deutschland gefunden und auch eine neue Heimat. Eigentlich schon. Eigentlich schon ist es eine richtige Heimat und mit ganz großes Family. Aber bei der anderen Seite, ich sage nein. Weil es gibt viele Bürokratie und solche Sachen. Und weil Beispiel, ich bin nicht sicher, hier bleiben oder werde ich einfach wieder abschieben und genau weiß ich nicht. Aber wirklich wegen Family, ja, habe ich ganz, ganz, ganz großes Family gefunden. Noch immer wartet er auf die Bestätigung, dass er in Deutschland bleiben darf. Hier ist er nicht nur auf Hilfsbereitschaft gestoßen, auch seine eigene Hilfsbereitschaft wird sehr geschätzt, genau wie seine Freundschaft. Seine Freundlichkeit, seine Offenheit gegenüber fremden Personen, dass er eigentlich bereit ist, alles mitzumachen, was man jetzt so vorhat. Und auch das Ehrenamt, das er wie er sich im CVM Hof mit einbringt. Ja, es ist tatsächlich eine Freundschaft. Der Herr Tatschik würde sagen, das ist ein Mutter-Kind-Verhältnis. Es bedeutet mir sehr viel. Und wir haben noch mehr von unseren geflüchteten Freunden zu uns nach Hause eingeladen gehabt. Das war der erste Weihnachtsfeiertag. Und da war er dann mit seinem Neffen bei uns. Und ja, das war was Besonderes, diese Traditionen zu feiern, Lieder zusammen zu singen, noch mal schön zu essen und einfach Rückschau zu halten, was Gott in Jesus für uns gemacht hat an Weihnachten. Gastfreundschaft und offene Türen haben den Asylsuchenden zum Nachdenken gebracht. Für ihn ist Weihnachten so etwas wie eine Bestätigung des Lebens. Dazu passt auch das Christkind in der Hofer Krippe mit seinen offenen Armen. Beim Heiligabend, ich denke mir, wieder geht alles wieder irgendwo wieder alles normal. Und die Christus ist bei uns und es steht bei uns immer und überall. Ich fühle mich so. Und eigentlich beim letzten Heiligabend, ich habe in Kirche gegangen. Beim Kirche war es um Sonnenaufgang und so. Das war total schön eigentlich. Zurück im TPZ macht der Geflüchtete mit Kian ein Farbenspiel. 50.000 Unterschriften wurden für den Afghanen bereits gesammelt. Die Petition haben Jugendliche der Lebenshilfe in einer goldenen Kiste im Bayerischen Landtag übergeben. Mittlerweile ist die Petition sogar Bundestagsangelegenheit. Die Lebenshilfe würde den begabten Geflüchteten gerne wieder beschäftigen. Er hat einfach ein gutes Händchen und hat auch den Berufswunsch, dass er mal Heilerziehungspfleger werden möchte. Wir haben da einfach schon Gespräche geführt. Das ist so, dass der Schulleiter in einer Fachschule in Himmelkron offen ist. Der würde ihn gern ausbilden, wenn die nötigen Voraussetzungen da sind. Und wir kooperieren dann bei dem Thema Ausbildung da auch. Und das will auch der Mohib. Und ich drücke ihm die Daumen, dass das alles gut klappt. Und wir dann einfach hier einen auszubildenden Heilerziehungspfleger haben. Hoffentlich dann schon bald. Eine gute Integration und die herzliche Aufnahme in Hof geben Mohib Hoffnung. Wenn auch die behördlichen Hindernisse einmal überwunden werden, dürfte der neuen Heimat eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Meine Herren, dann sage ich schon mal danke, dass Sie bei uns im Studio waren und Ihnen natürlich ganz viel Glück bei der Suche nach einer Lehrstelle. Liebe Zuschauer, in unserer nächsten Sendung feiern wir ein ganz besonderes Geburtstagskind. Grüß Gott Oberfranken wird nämlich 10 Jahre alt. Das gibt uns die Gelegenheit, zurückzuschauen zu den Anfängen des evangelischen Fernsehmagazins hier auf TVO. Seien Sie gespannt auf besondere Ehrengäste und einen Einblick hinter die Kulissen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und eine gesegnete Zeit.